So, der Titel des heutigen Vortrags im Rahmen unserer Reihe Medizin für die Bürger. Referent ist Dr. Johannes Letzel, seit 2011 leitender Oberarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Er ist zertifizierter Psychotraumatherapeut, kennt sich also bestens mit dem Thema aus. Ich freue mich gemeinsam mit Ihnen auf einen sehr interessanten Vortrag. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Auch ich begrüße Sie heute Abend hier. Ich sehe, es ist ein sehr gemischtes Publikum von Kollegen über ehemalige Patienten, Interessierte, vielleicht selbst Betroffene oder Angehörige. Ich werde versuchen, den Vortrag so zu halten, dass jeder was mitnimmt, also jetzt keinen wissenschaftlichen Vortrag. Für die sehr Interessierten habe ich auch einiges mitgebracht. Und zwar als erstes ein Film über Traumafolgestörungen in drei Varianten auf einer DVD. Einmal für die Betroffenen und Angehörigen, dann für die Unterstützer und auch für die Öffentlichkeit. Den kann man auch anfordern über eine bestimmte Stiftung für eine Spende. Oder Sie können dann auch gerade mal reinschauen. Hier eine Erklärung ist auch mit dabei. Dann habe ich mitgebracht für diejenigen, die inhaltlich nichts mitschreiben wollen, sondern lieber zuhören wollen, ein paar Handouts, aber nur 30 Stück. Und wie ich gesehen habe, sind es ja doch ein Stück mehr. Also es würde nicht ganz für jeden reichen. Und wer Kontaktadressen braucht für bestimmte Unterstützungen, habe ich mal mitgebracht das Schaubild. Das nennt sich Traumapfade des Landkreises Görlitz, zusammengestellt von der Arbeitsgruppe Traumatisierungen unter Federführung des Landratsamtes. Ich bin dort auch mit beteiligt. Momentan sind wir dabei, eine Überarbeitung fertigzustellen, aber zumindest die Variante, die bis jetzt gilt, könnten Sie auch sich hier mitnehmen. Und als letztes, ich habe noch mitgebracht ein paar Flyer von unserer Klinik, falls jemand dann noch unter vier Augen etwas besprechen möchte über unsere Fachambulanz, wäre das auch möglich. Ja, so machen. Ich habe den Vortrag so in drei Teile gegliedert. Zuerst spreche ich mal über das Trauma. Was ist das? Wie kommt es dazu, dass die Seele und der Körper so heftig reagieren? Als zweiten Teil spreche ich über die Möglichkeiten der Ersthilfe. Also wenn Sie jemanden erleben, der so ein schlimmes Erlebnis gerade erlitten hat, wie kann man demjenigen helfen? Denn es gibt da große Unsicherheiten. Niemand möchte schaden, aber wenn man sich zurückhält, ist demjenigen ja auch nicht geholfen. Ich werde Ihnen ganz praktische Hinweise dazu geben. Und im dritten Teil über Therapiemöglichkeiten professioneller Art sprechen. Also was machen wir bei uns in der Klinik? Was kann ambulant passieren? Das würde ungefähr so eine Stunde dauern. Wie ich hörte, der letzte Bus fährt 19.02 Uhr. Das heißt, da müssten wir spätestens 5:07 Uhr wirklich fertig sein. Wir hätten also eine knappe halbe Stunde noch zum Diskutieren. Wenn eher weniger Fragen kommen, ich hätte dann auch noch eine Übung mitgebracht. Die können wir alle gemeinsam machen, eine sogenannte Stabilisierungsübung. Ja, vielleicht erstmal, was ist denn ein Trauma, also dieses schlimme, belastende Ereignis? Entscheidend ist, was Sie in der letzten Zeile, ich hoffe, lesen können. Das heißt, es kommt zu einer intensiven Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen. Dasselbe Ereignis kann bei unterschiedlichen Menschen auch ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Es kann folgenlos sein und es kann zu Krankheiten führen. Ich werde Ihnen auch zeigen, wovon das abhängt. Hier mal ein bisschen grau, weil ich das selber geschrieben habe und dann eingescannt habe. Wenn Sie mal oben schauen, das Ereignis, also dieses schlimme Vorgehen, ob es eine Katastrophe ist, ob es ein Brand ist, ob es ein Überfall ist, also das Ereignis, führt dazu, dass derjenige, der davon betroffen ist, eigentlich, wenn was Schlimmes passiert, was wollen wir alle machen? Wegrennen. Das heißt, ganz, was Sie links sehen, Flucht. Das wäre eine ganz normale Reaktion. Also wenn da irgendwo jemand, so, wenn man sieht, da
sind so zwielichtige Gestalten zusammen im Dunkeln, na, also dann gehe ich dort nicht weiter, sondern weiche da natürlich aus. Entscheide mich, sage ich, dieser Gefahr setze ich mich nicht aus. Oder wenn es etwas ist, wo ich jetzt nicht flüchten muss unbedingt und wo das Flüchten vielleicht auch nicht gleich so Sinn hat. Nehmen wir mal an, das wäre ein Kampfhund. Ja, der ist flott hinterher. Und gerade wer wegrennt, da sind die vielleicht noch schneller. Also was wäre da klug? Einen Knüppel zu nehmen und zu kämpfen. Ja, das wären die beiden normalen Reaktionen, wenn wir Angst haben. Und das Gleiche passiert auch, wenn wir Schmerz empfinden. Alarmreaktion. Das Charakteristische aber an einer traumatischen Situation ist, dass das nicht geht. Dass wir entweder nicht fliehen können oder nicht kämpfen können. Daraus resultiert die Hilflosigkeit in die Ohnmacht. Und das ist das Entscheidende. Das führt nämlich zu einem sehr starken Stress. Sie sehen das dann ein Stückchen weiter unten mit dem Pfeil nach oben. Und der Stress ist ja eigentlich dafür da, dass der Körper alle Reserven mobilisiert, dass wir fliehen oder kämpfen können. Nur geht das ja nicht. Und jetzt besteht die Gefahr, wenn der Stress noch weiter ansteigt, dass es zur Überlastung des Systems kommt. Das heißt, der Blutdruck steigt ja, die Herzfrequenz steigt, es steigt auch die Muskelanspannung, Vorspannung. Und Sie können sich vorstellen, dass das nicht ins Unermessliche gehen darf. Normalerweise werden die Reserven mobilisiert, damit ich die Energie habe, um mich auseinanderzusetzen, was ja hier nicht geht. Und zum Schutz, damit es nicht zur Überlastung des Körpers kommt, gibt es folgende drei Varianten. Das häufigste ist die Dissoziation, so wie neben sich stehen. Es betrifft ja gar nicht mich, das ist irgendjemand anderes betroffen. Ich werde ein Stückchen weiter im Vortrag das noch näher erläutern. Zweite Möglichkeit, Erstarrung, also wie ein Todstellreflex. Brauchst nicht weiter mich bedrohen oder ich bin ja schon tot, lass mich in Ruhe. Wir kennen das vielleicht aus dem Tierreich, vielleicht hat das jemand schon mal gesehen, wenn ein unterlegener Hund gerade sich auf den Rücken legt und gar nicht mehr bewegt. Dann lässt der Kampfhund ab, in der Regel, wenn es nicht einer speziell dressierter ist. Das heißt, es sind biologische Reaktionen, die bei uns angelegt sind und die jetzt zum Tragen kommen. Und die dritte Möglichkeit wäre die Unterwerfung. Ja, der Täter, ich bin ja dran, also das Opfer sagt, ich bin ja dran schuld und ich mache alles jetzt, was du sagst, unterwirft sich. Nur, damit nicht weiter Aggressionen kommen. Also auch eine ganz sinnvolle Reaktion erstmal. Und gegen die man sich auch kaum wehren kann. Denn sie haben ja einen Sinn. Die Folgen erläutere ich dann ein Stück später. Das ist sozusagen diese traumatische Zange, in der sich das Opfer befindet. Ich hatte ja gerade angekündigt, Dissoziation ist ein bisschen schwer zu verstehen, was das ist. Also normalerweise haben wir eine Einheit zwischen was ich bin, Identität, dem Gedächtnis, dem Bewusstsein, den Gefühlen. Und die Dissoziation ist eben dieses Auseinanderdriften davon, als hier steht Coping, das heißt Schutzmechanismus. Zum Beispiel ein Tunnelblick, dass ich nur noch auf das Schlimme gerichtet bin, alles andere interessiert ja nicht. Was interessiert mich, ob es jetzt draußen schneit oder das Auto vorbeifährt, wenn ich jetzt hier eine Bedrohung habe? Das muss ich ja ausblenden, Tunnelblick. Oder dass der Körper sich anders anfühlt oder der ganz klein ist oder dass sich Gegenstände bewegen. Nichts Verrücktes, nichts Psychotisches. Oder das Letzte, die Amnesie, das wäre das Erinnerungsvermögen. Wie weg, verdrängt, so scheint es. Also wie ein Filmriss zum Beispiel. Und wenn dann jemand befragt wird, zum Beispiel nach einer Anzeige, ja, kann man sich manchmal gar nicht mehr genau erinnern daran und kann dann auch nicht berichten. Manch einer erscheint dann auch vielleicht als Zeuge in eigener Sache gar nicht so glaubwürdig. Sie haben es doch erlebt, dann müssen Sie doch wissen, was war, dann müssen Sie doch berichten. Nein, es geht nicht, weil das Gedächtnis so dissoziativ abgespalten ist. So, und jetzt könnte man ja denken, wer sowas Schlimmes erlebt hat, wie soll man das überleben? Das muss ja krankhafte Folgen haben. Ich habe hier mal zusammengestellt, dass dem nicht so ist.
Also, Zeugen von Unfällen und Gewalt. In über 95% der Fälle ohne krankhafte Folgen. Auch bei Natur- und Brandkatastrophen. Als die große Flut, ich weiß jetzt gerade, welche war die letzte in Dresden, war das 2012 oder so ungefähr? War ich da richtig? Ja, vielen Dank. Da gab es extra von den Traumatherapeuten eingerichtet eine Sprechstunde. Wer da von der Flut betroffen war, sollte sich melden und zur Unterstützung. Und wissen Sie, wie viele da waren? Nicht einer. Nicht einer. Zwei waren, das waren hilflose Helfer, die eingesetzt waren und selber nicht wussten, was kann ich denn nur am besten machen. Die also sozusagen sekundär traumatisiert werden. Sie sehen also, Naturkatastrophen sind gar nicht so die häufigsten Ursachen für krankhafte Folgen. Verkehrsunfälle 95%, Gewaltverbrechen auch nur 95%, also 95% überleben es ohne Erkrankung. Und jetzt wird es aber deutlich anders. Nach sexueller Gewalt 50% und wenn es um Kriegserleben geht, 35-50% nur, die das folgenlos, also ohne krankhafte Folgen, überstehen. So, Häufigkeit, ja, also im Schnitt könnte man sagen, so 8-15% der Betroffenen entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung. Und davon, ja, wenn man genauer hinschaut, ist es eigentlich doch ein Viertel, entwickeln auch eine körperliche Symptomatik. Insbesondere Schmerzen sind da recht häufig. Ja, und dann spielt noch eine große Rolle der Zeitfaktor. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Also nach einer Woche hat fast jeder nach einer Vergewaltigung psychische Symptome, also Krankheitszeichen. Und dann geht das aber deutlich runter. Sie sehen das nach 9 Monaten knapp die Hälfte nur noch. Und das ist eine Untersuchung gewesen, wo die Patienten oder die Betroffenen nicht behandelt waren. Stützende Gespräche, ja, aber keine spezifische Psychotherapie. Die Frage ist, wir müssten ja herausbekommen, wer braucht die Hilfe, wer braucht Therapie und bei wem können wir damit rechnen, geht es doch halbwegs ganz gut weiter. Ja, hilfreich ist, wenn wir nochmal schauen, was ist denn eine normale Verarbeitung eines Traumas und was ist eine krankhafte Verarbeitung. Also links sehen Sie die normale Verarbeitung. Also Furcht, Bestürzung, Wut, auch Verleugnung. Nein, ich habe ja gar nicht so etwas erlebt. Ich nehme mal das Beispiel, wer eine Krebsdiagnose bekommen hat. Das kann für den einen oder anderen auch wie ein Trauma wirken. Und da ist es gar nicht ungewöhnlich, dass jemand, der das erfahren hat, ich habe Krebs, dass der dann eine Stunde später oder am nächsten Tag sagt, nein, das hat man, nein, das war so ein Knubbel gewesen, das ist, nein, das wird schon in Ordnung gehen. Obwohl der Doktor sagt, ich habe es dem Patienten gesagt. Das ist auch eine ganz normale Reaktion, die nicht krankhaft ist. Flashbacks, was heißt das? Flash, der Film, Back, zurück. Das heißt, diese Erinnerung, filmartig, als wenn das, was damals passiert ist, oder vor einer gewissen Zeit passiert ist, noch einmal abläuft. Und das Gefühl, ich bin wieder mittendrin. Flashback ist eine normale Reaktion, heißt nicht, dass ich krank bin. Später das Durcharbeiten, die Integration der Erfahrung in die Persönlichkeit. Was ist jetzt ein Zeichen für eine doch krankhafte Verarbeitung? Diese Konfusion, die Orientierungslosigkeit. Ein Kontrollverlust, hier steht hysterisches Verhalten, also jemand, der plötzlich wegrennt. Und das ist ja gerade das Gefährliche zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, gerade bei vielbefahrenen Straßen, Autobahnen, dass jemand plötzlich dann über die Fahrbahn läuft. Also wenn gleich der Hinweis für die Ersthelfer, wenn da jemand erlebt, dass da jemand so konfus ist und orientierungslos ist, dann muss er geschützt werden vor weiteren Gefahren, also in Sicherheit gebracht werden, dass jemand sich zusammen mit ihm hinsetzt. Da ist schon viel geholfen. Ja, Sie sehen es, Vermeidungsverhalten, Medikamenten, Drogenabusus, also Missbrauch, das wäre natürlich so eine dysfunktionale Art, damit umzugehen, sozusagen die Bilder wegzutrinken.
Überflutungszustände und wenn die Bilder bleiben und die Gedanken gar nicht mehr man sich davon lösen kann, dann sind das die Hinweise auf eine krankhafte Entwicklung und dann wäre die Behandlung unbedingt notwendig. Ja. So, ich sagte ja, woran können wir das nun ablesen? Wie soll die Entwicklung weitergehen? Also die Schwere des Traumas ist natürlich ein Kriterium. Und das Zweite ist was ganz Wichtiges, die soziale Unterstützung. Wer Unterstützung bekommt, ich bin bei dir, ich unterstütze dich, du bist nicht allein. Das hilft sehr viel. Und die Unterstützung interessanterweise wirkt umso besser, umso vertrauter die Person ist, die die Unterstützung gibt. Das heißt also Angehörige, Freunde sind viel wirksamer als noch so ein gut ausgebildeter Fachmann. Ausmaß der subjektiven Belastung, dann dieses Dissoziieren, wie ich sagte. Ja, das sind so Hinweise. Ja, wichtig, wie gesagt, die Schlussfolgerung, die Zuwendung. Und wir setzen dann auch einen Test ein, so nach 2 Wochen ungefähr, der schon Hinweise gibt, sollten wir hier doch die Therapie zeitig empfehlen oder könnte man auch abwarten. Prädiktortest habe ich da geschrieben. Ja, was gibt es nun? Zunächst die akute Belastungsreaktion, heißt innerhalb der ersten 4 Wochen. Wie ein, man sagt ja auch so im Volksmund, dass der steht unter Schock. Das ist damit gemeint. Also Stress und dieses Abspalten. Ja, ich sagte ja, Kampf oder Flucht. Das heißt, die Energie wird bereitgestellt, Herzrasen, Blutdrucksteigerung, Schweißausbruch. Hätte jemand eine Idee, warum ist das sinnvoll, wenn wir bei so einer Stresssituation stark schwitzen? Okay. Damit wird die Körpertemperatur gesenkt und wir sind ausdauernder, entweder beim Fliehen oder beim Kämpfen. Muskelanspannung, Zittern, klar, das Zittern ist, weil die Muskulatur in Vorspannung geht, damit wir eben die Kraft entwickeln können. Kreislaufzentralisation, da brauche ich natürlich das Blut nicht in den Fingern oder Zehen, sondern das muss in der Lunge, in der Muskulatur sein, im Herzen sein. Und deswegen kann man natürlich auch kalte Hände, kalte Füße haben im Stress. Erröten, ja, die Zentralisation. Schnelle Atmung gehört auch dazu, denn wir müssen ja Kohlendioxid abatmen und Sauerstoff aufnehmen. Übelkeit, Erbrechen kann dann auch diese Überlastung des vegetativen Nervensystems bedeuten. Ja, und das Gegenteil von dem, ich sagte ja schon, wenn Flucht oder Kampf nicht geht, was kommt dann häufig? Also diese Gegenregulation, starke Müdigkeit, Erschöpfung, das wäre dann die andere Form der akuten Belastungsreaktion. Emotional kann es ein ganz buntes Bild geben und das ist individuell ganz verschieden. Da gibt es keine Regel, was normal, was unnormal ist. Sie sehen das also ganz unterschiedlich. Und mental, also vom Verstand her und vom Verhalten, also diese Desorganisiertheit, die eingeschränkte Aufmerksamkeit, die übertriebene Härte gegen sich selbst, das muss doch gehen, gerade die Helfer, die betroffen sind, ja, die dann also unbedingt durchhalten wollen und müssen. Manchmal Verlust des Gefahrenbewusstseins, wie ich sagte, dann bei der Autobahn, wo nicht aufgepasst wird, dass ja andere Fahrzeuge noch gefährden könnten. Ja, das Erleben, dass die Kontrolle verloren geht. Und manch die Flashbacks, also diese Filme, Bilder, die kommen. Und manch einer besinnt sich dann auf religiöse Rituale, weil die auch unterstützend sein können, weil die geben Halt. Da ist wieder Ordnung da, hat alles irgendwie einen Sinn. Dann komme ich zum zweiten Abschnitt. Was können wir als Unterstützer, als Angehörige tun, wenn wir erleben, jemand hat von unseren Freunden, Verwandten, Bekannten etwas so Schlimmes erlebt? Also in der Situation selbst sprechen und zuhören, je nachdem, was notwendig ist. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also wenn ich spreche, dann im ruhigen Tonfall und nicht noch mehr Stress machen. Keine Vorwürfe, auch wenn derjenige Schuld hat, ja, vielleicht am Verkehrsunfall die rote Ampel überfahren hat, dann nützt es niemandem etwas, Vorwürfe zu machen, du hättest doch das Rot sehen müssen.
das gießt nur Öl ins Feuer. Ja? Frage nach erforderlicher Benachrichtigung, damit jemand Bekanntes kommen kann und unterstützt. Eingehen auf Äußerungen des Verletzten. Und wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, vielleicht auch einfaches Wiederholen. Vielleicht auch manchmal das, was gerade passiert, in Worte fassen, wenn das der Betroffene nicht kann und wenn das vielleicht gut ist. Also wenn wir sehen, jemand zittert, dann kann man sagen, ja, das ist jetzt ganz schön viel für Sie. Ja? So etwas grob und global sagen. Nicht, Sie haben jetzt richtig Angst. Nee, also das wäre nicht, ne? Klar. Ja, nicht die Erregung noch weiter steigern. Beruhigen einwirken. Ja. Ja. Kann ich doch mal damit machen. So, weiter. Wir, nur wenn etwas gemeinsam erfolgt. Also wir haben jetzt zusammen gerade gesprochen. Ja. Dann kann ich wir sagen. Ne? Aber das kann ich jetzt zu Ihnen nicht sagen. Ja, dann sage ich Sie. Das heißt, dass wir nur, wenn wir etwas gemeinsam machen. Und wenn Sie daneben sitzen und der andere macht etwas, dann sagen Sie halt Sie oder Du. Nicht Gedanken lesen wollen oder können. Ja, ja, ich weiß schon, was mit Ihnen los ist. Das wissen wir meistens nicht. Wir können ja nicht hineinschauen. Nicht zu plump vertraulich wirken. Also, klasse Kerl, wie Sie das gemacht haben. Damit wären wir dem auch nicht gerecht. Nicht generalisieren. Ja, ja, immer ist es gefährlich. Natürlich kann überall eine Gefahr lauern. Aber wenn wir das noch betonen, wem nützt es? Hilft gar nicht, ganz genau. Mann und Fachbegriffe vermeiden. Also ich habe natürlich ein paar Fachbegriffe mit dabei. Aber gerade hier benutze ich gar keine. Ja? Damit es klar wird. Ja, und dann solche Begriffe vermeiden, die die Angst noch mehr schüren, wie zum Beispiel gefährlich, Tote, Engpass und so weiter. Warum das? Auch wenn wir es verneinen, wenn ich zum Beispiel sage, das können wir alle glauben, hier ist nichts gefährlich. Würden Sie mir zustimmen? Nee, ja? Glaube ich nicht. Oh. Okay. Das meine ich hier im Raum. Gut, ist nichts gefährlich. Gut. So. Sie haben, was haben Sie jetzt nämlich gehört? Sie haben gehört gefährlich und nichts. So, weil Sie sich relativ entspannt hier hingesetzt haben und einfach mal zuhören. Sie müssen ja hier nichts machen. Stellen Sie sich mal vor, in der Stresssituation, ich habe vorhin von Tunnelblick gesprochen, dass alles ausgeblendet wird und nur auf die Gefahr fokussiert wird. Interessant ist, dass man dort das Wörtchen nicht mehr hört. Dann hört man nur noch Gefahr, gefährlich. Das heißt, und deshalb sagen wir, solche Begriffe nicht verwenden. Keine Schulddiskussion, hatte ich vorhin schon erwähnt, und das Gespräch nicht ausufern lassen. Wenn Sie merken, jemand dreht sich noch mehr rein und echauffiert sich noch mehr, vielleicht wäre es mal gut, lassen wir es mal gut sein und vielleicht mal etwas gemeinsam machen, welcher Art auch immer. Decke holen, Decke umhüllen, einen Tee anbieten und so weiter. So ganz praktische, alltägliche Dinge. So. Ich hatte angekündigt, dass es ja nicht nur die posttraumatische Belastungsstörung gibt, sondern auch andere Traumafolgestörungen. Die akute Belastungsreaktion, wie ich sagte, in den ersten 4 Wochen. Selbstverletzungen, Bulimie, das heißt diese Fressbrechsucht, Anorexie, also die Magersucht, kann Traumafolge sein. Ja? Das heißt nicht, dass jeder, der eine Bulimie hat oder eine Anorexie, traumatisiert sein muss. Das wäre eine ganz falsche Schlussfolgerung. Borderline-Persönlichkeitsstörung, eine somatoforme Schmerzstörung, das heißt Patienten oder Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden, charakteristisch ist besonders der Rückenschmerz, wo die Ärzte nichts Richtiges finden, vielleicht mal im Röntgen irgendeine Zacke und dann wird gesagt Osteochondrose, aber erklären tut das die Schmerzen auch nicht. Da in einem großen Anteil, schätzt man so doch ein Drittel, kommt dann eher auch eine Traumatisierung zutage. Auch bei einer chronischen Migräne ist das relativ häufig. Und was hier unten noch steht, Konversionsstörung, dissoziative Störung, eher selten. Das wären zum Beispiel Lähmungen, also neurologische Krankheitsbilder, für die der Neurologe auch keine klare Ursache findet. Und
selbst die Depression, die Angststörung, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit und Medikamentenabhängigkeit, gerade die Beruhigungsmittel, können Folge von Traumatisierung sein. Können. Sie sehen also ein ganz buntes Bild. Wir können also nicht sagen, Trauma, dann wird man krank und kriegt diese Krankheit und die wird so behandelt. Es ist ganz individuell. Man muss jede Situation sich genau, jeden Menschen sich extra anschauen. Ja, Teil 3, die Therapie. Die Therapie gibt unterschiedliche Phasenangaben. Ich liebe dieses mit den 4 Phasen. Aber das ist bitte nicht so zu betrachten, dass wir sagen, immer erstens, dann zweitens, dann drittens, dann viertens, sondern das geht manchmal auch ineinander über. Also, erste Phase, die sogenannte Psychoedukation. Education heißt ja eigentlich so Erziehung. Psyche, Seelenerziehung ist ja unsinnig. Also wäre eigentlich eine Erklärung, eine Aufklärung. Also das, was ich heute hier mache, wäre auch etwas, was ich im Akutfall mit dem Patienten mache. Dann erkläre ich, dass das, was er für Beschwerden erstmal angibt, per se nichts Krankes, nichts Verrücktes ist, sondern eine normale Reaktion der Seele und des Körpers auf dieses unnormale Ereignis. Phase 2, eine Stabilisierung, das heißt, dass er wieder Herr im eigenen Haus wird und nicht mehr so von diesen Erinnerungen überflutet wird. Sehr häufig machen wir dann auch, aber nur bei der posttraumatischen Belastungsstörung, eine sogenannte Traumakonfrontationsbehandlung. Ich gehe daran noch ein, was das ist. Und dann Phase 4, Integration, Neuorientierung, welche Bedeutung hat das für mein Leben, dass ich so etwas erlebt habe. Und das ist sehr unterschiedlich. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Eine Katze, habe ich gehört. Gibt es andere Meinungen, was das ist? Ein Adventsgesteck ist das. Aha. Noch eine Meinung? Boah, wissen Sie denn das? Ja, also, alle, die gesagt haben, eine Katze, nein, es ist ein Kater übrigens, ja, das ist unser Kater Max. das sieht man jetzt nicht, ne? Aber auch das wäre falsch. Ich höre kein Schnurren, ich höre kein Bewegen, kein Stupsen ist da, nichts. Das Bild von einer Katze, so wie das die Kollegin gerade richtig gesagt hat, bewegt sich nicht, ganz genau. Das ist das Bild einer Katze oder bitte das Bild des Adventsgestecks. Ja? Okay. Und das ist sozusagen das Modell, wie Sie sich merken können, warum wir überhaupt Traumafolgestörung erfolgreich behandeln können. Denn wir behandeln ja nicht das Trauma oder die Traumatisierung. Das ist passiert, das war damals. Das können wir nicht rückgängig machen. Aber das, was abgespeichert ist, dissoziiert, also die Bilder, die Dämonen, die Gerüche, die Geräusche vielleicht oder die Körperempfindungen, die können wir wieder zusammenfassen oder verändern, desensibilisieren. Das ist die Traumatherapie. Wir behandeln die Bilder. Wie machen wir das nun? Einmal die Möglichkeit, gegen diese schlimmen Bilder, stellen Sie sich mal vor, das wäre eine Kampfkatze gewesen, ja, gute Bilder setzen. Gute Bilder. Naja, der macht, ich kann ja mal zeigen, was der manchmal macht. Gute Bilder setzen. Das wäre, wir nennen das zum Beispiel die Übung des inneren sicheren Ortes, die Lichtübung oder den Traumafilm wegpacken, Tresor, innere Helfer oder die Baumübung. Das wäre eine Imagination, damit Sie gegen oder neben diese schlimmen Bilder gute Bilder setzen. Sie können sich das vorstellen wie so eine Waage, wie früher vielleicht da mal die so oben angehangen, ja, und dann so mit 2 Tellern so jongliert wird. Wo vielleicht auf ein Stück dann auf einen Teller kam die Butter drauf und das andere dann das Gewicht, ja, bis es so im Gleichgewicht ist. Das heißt, das, was einen belastet, da kann man zwar versuchen, was runterzunehmen, da ist aber immer noch was drauf. Wichtig ist, dass auf den anderen Teller, das, was uns stärkt, was uns unterstützt, dass da was Gutes draufkommt. Deshalb diese guten Bilder. Weitere Möglichkeiten in der Stabilisierungsphase, eine körperorientierte Psychotherapie, Wahrnehmungsübungen,
Achtsamkeitsübungen, Aromatherapie lesen Sie auch hier, Qigong, was es alles an solchen auch fernöstlichen Dingen gibt. Manch einem tut das gut, manch einer möchte das nicht. Und so, manchmal reicht es halt nicht aus, gegen diese schlimmen Bilder die guten Bilder zu setzen. Manchmal haben sich die schlimmen Bilder so festgesetzt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass diese Bilder an Gefahr verlieren, dass die transformiert werden. Ich habe in meinem Zimmer sonst immer ein Bild von einem Dackel, das Bild von einem Dackel, wie gesagt, einige nicken, die kennen das schon. Da frage ich nämlich immer, was ist das? Nicht mit der Katze, sondern mit dem Dackel. Und der hat nämlich eine Brille drauf, also ganz verfälscht. Welcher Dackel trägt schon eine Brille? Süß, ja. Aber nicht ganz echt halt, ne? Verändert. Und wir wollen diese Erinnerung an die Traumatisierung verändern. Und dafür gibt es folgende Techniken. Die habe ich mal hier unten aufgegeben. Es gibt viel mehr noch. Ja. EMDR wäre die erste Technik. Das ist ja so englisch ausgeschrieben. Ich bin des Englischen nicht so mächtig. Deswegen lese ich es Ihnen nicht vor. Das können Sie sich alles selber anschauen. EMDR, schnelle Augenbewegungen. Das heißt, dann muss die traumatische Szene sich vorgestellt werden und dann heißt es, folgen Sie meinem Finger und dann wird so gearbeitet. Das ist nicht meine Art, also ich liebe diese Technik nicht. Aber es gibt andere Therapeuten, die damit sehr gute Erfolge haben. Ich benutze die drei anderen Techniken, die jetzt kommen. Das erste wäre die Screen-Technik. Screen, also der Bildschirm. Dann schaue ich mir mit dem Betroffenen das an, also vom imaginativen Bildschirm, einen Film, der mit dem Betroffenen, der neben mir sitzt, gar nichts zu tun hat. Sondern es hat irgendjemand aufgenommen, ein Reporter oder ein Beobachter. Und wir schauen uns an, was der Reporter aufgenommen hat. Distanziert, in der dritten Person beschrieben. Und bestimmte Momente, wir nennen das dann Hotspots, sind doch sehr belastend und die werden dann ganz speziell durch eine Atemtechnik noch desensibilisiert. Das wäre die Methode der Screentechnik. Die zweite Methode, die ich anwende und die auch die anderen Traumatherapeuten, die wir bei uns in der Klinik haben, anwenden und die ich zunehmend benutze, weil ich die als die wirksamste Methode ansehe, das IRRT. Also, ich übersetze es mal. Zuerst steht das Wort Bild. Anders umschreiben, anders verändern, prozessieren, Therapie. Wir stellen uns die Szene vor, was damals passiert ist, und dann kommt der neben mir sitzende Erwachsene, von vielleicht etwas reifer, selbstbewusst gewordene Mensch, in der heutigen Gestalt in die alte Szene hinein und sorgt dort für Ordnung. Also konfrontiert den Täter zum Beispiel. Und als dritte Phase dann in dieser dritten Technik kommt es zu einer Annäherung, zu einer Unterstützung des damaligen Opfers. Ob es ein Kind war oder ein jüngerer Erwachsener, wird entweder in Sicherheit gebracht oder wird getröstet oder so etwas. Eine sehr wirksame Methode in der Vorstellungskraft. Und die vierte Methode, gar nicht so selten passiert es, dass nicht nur Erinnerungen weg sind, sondern dass, wenn es um das Berichten des Traumas geht, dass das Sprachzentrum wie abgeschalten ist. Das kann man nachweisen durch MRT- oder PET-Untersuchungen, dass der Stoffwechsel dort zum Erliegen kommt, wenn es darum geht, berichten zu müssen, ja? Damit man sich nicht mit diesem Schlimmen befassen muss. Ja, nur wenn er keine Worte findet und nicht aussprechen kann, wie soll ich dann, die drei Methoden leben ja vom Sprechen, wie soll ich dann behandeln? Und da gibt es die Möglichkeit 4, dass also das Belastende, das habe ich ja als Konflikt geschrieben, nochmal vorgestellt wird, gemalt wird und dann bilateral stimuliert wird. Und damit wird das Gehirn angeregt, Selbstheilungskräfte zu starten und dass wieder rechte und linke Hirnhälfte besser zusammen funktionieren.
Dann kommt das nächste Bild, wird gemalt, dann kommt es zu einer Bildfolge von 20, 30 Bildern und plötzlich wird aus diesen schlimmen Bildern, wo schwarz und rot meistens ist, plötzlich kommt dann eine grüne Landschaft. Oder ich hatte erlebt, dass dann schon mal der Kindergarten kam, dort waren die lieben Kindergärtnerinnen. Oder das Krankenhaus, dort bin ich in Sicherheit oder so etwas. Und das kommt alles aus dem Patienten, aus dem Unterbewussten selbst heraus. Das heißt, bei diesen Methoden unterstützen wir Traumatherapeuten den Patienten darin, dass das Gehirn sozusagen sich selber heilt. Ja? In der Vorstellungskraft in der Regel. So, ja, danach, Phase 4 sind wir jetzt. Ja, die Gefühle sind ja trotzdem noch da. Ne? Gefühle von vielleicht Schuld. Ich bin schuld an dem, was passiert ist. Von Ärger, von Scham oder die Angst, die Gefahr könnte sich wiederholen. Vielleicht Trauer oder Selbstwertprobleme. Die werden dann weiter bearbeitet. Aber das kann in einer ganz normalen Psychotherapie passieren. Also da braucht man keinen speziellen Traumatherapeuten. Ja, und manche negativen Schemata, die sich so eingeprägt haben. Die Welt ist gefährlich, ne? Was wir hier besprochen hatten, wo ich gesagt habe, hier ist nichts gefährlich. Ja, ja, hier drin, okay, aber es könnte ja woanders sein. Ne? Also diese Grundangst, dass die entsprechend weiter bearbeitet wird. Oder häufig sind ja, ich sagte ja, dass die Traumatisierung durch Menschen besonders folgenschwer sind. Und da kann natürlich es schnell mal passieren, dass dann das Vertrauen in Menschen dahin ist. Ich bin von Menschen so hintergangen, so betrogen worden, ja, ich kann niemandem mehr vertrauen. Aber wie will ich ohne Vertrauen in der Welt bestehen? Das geht ja gar nicht. Das heißt, das wäre noch eine wichtige Arbeit in der Phase 4. Ja, okay. So, das wäre jetzt der Abschnitt 3, wo ich gesagt habe, wie sieht die Behandlung bei uns aus? So machen wir es in der Klinik. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung, auch ambulant. Da gibt es in Görlitz mehrere ambulante Therapeuten, die da auch Spezialisten sind. Nicht jeder muss in das Krankenhaus. Oder es gibt auch andere Einrichtungen, die ein Stückchen weiter weg sind, wo entsprechende Traumatherapien realisiert werden können. Manch einer sagt, ich will das nicht am Wohnort machen, ich will ein Stückchen weg. Das wäre in Dresden zum Beispiel die Klinik am Waldschlösschen oder auch die Technische Universität, die Medizinische Fakultät. Das sind die beiden nächsten Einrichtungen, die das stationär machen. So, praktische Hinweise. Ja, neben diesen Imaginationen gibt es auch andere Möglichkeiten, sich zu stabilisieren. Das wäre diese 5-4-3-2-1 Übung, wo das Sehen, Hören, Spüren noch einmal genauer wahrgenommen wird. Eine 3+1 Übung. Auf die beiden Sachen, wenn Sie wollen, kann ich noch eingehen. Möchte jemand noch ein bisschen mehr dazu wissen? Ja. Gut. Also, dann mache ich als erstes mal die 3+1 Übung, weil das für jeden Menschen gut ist. Und ich sage Ihnen, die habe ich gelernt und dachte ich, die ist so gut, die mache ich selber. Das soll, also bei mir ist Fleisch und Blut übergegangen. Ich brauche gar nicht mehr groß nachdenken, weil die auch so angenehm ist. 3+1. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich abends ins Bett gelegt, Sie haben vielleicht noch was gelesen oder was geguckt oder gestrickt oder was auch immer und haben das alles beiseite gelegt, haben das Licht ausgemacht, drehen sich auf die Seite und jetzt könnte ich einschlafen, ja? Und bevor Sie einschlafen, machen Sie die 3+1 Übung. Ich will jetzt mal erklären, warum das so wichtig ist. Unser Gehirn ist zum Glück so etwas unvollkommen. Das kann nämlich nur eins. Entweder sich in der Angst und in dem Unwohlsein befinden und nicht rauswissen oder sich wohlfühlen. Dazwischen gibt es schlicht etwas. Und das ist unser Glück. Das heißt, wenn wir das Gehirn dazu bringen, die Aufmerksamkeit auf was Positives zu richten, dann ist gar nicht mehr so viel Platz, Energie, Zeit da, dass es sich an das Schlimme so erinnert. So, das ist also erstmal der theoretische Hintergrund und jetzt praktisch. Versuchen Sie mal herauszufinden,
Vielleicht machen Sie das heute Abend gleich. Was war am heutigen Tag gut für Sie gewesen? Entweder ich habe was geschafft, ich habe mal was ausprobiert, ich bin stolz auf mich. Oder ich habe mal nicht nur sauber gemacht und geputzt und weiß ich was, sondern habe mir es mal gut gehen lassen. In der Gesellschaft, ja, gemütliches Beisammensein. Oder auch eine ganz kleine Kleinigkeit, ein freundlicher Blick von jemandem. Das tut gut. Ja, dann schaut man wieder gern hin, wo so ein Lächeln entgegenkommt. Ja? Da kann man sich freuen. Auch solche Kleinigkeiten können es sein. Drei Dinge bitte, die am Tag so schön waren. Plus eins. Können Sie sich vorstellen, was dann plus eins ist? Das kommt erst viel später. Jetzt kommt die Aufgabe. Was wäre denn morgen Gutes zu erwarten? Was könnte ich mir da vielleicht Gutes selber bereiten? Ja? Vielleicht treffe ich auch wieder jemanden. Ja? Das ist die 3+1 Übung. Gut. Dann können wir mal einmal dabei sind. Machen wir die 5, 4, 3, 2, 1 auch noch. Klingt ganz kurz. Erst wieder theoretischer Vorspann. Warum ist das so wichtig? Es geht darum, dass wir die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf etwas anderes richten, damit es weg von dem Negativen geht. Und an etwas nicht zu denken, das geht nicht. Oder? Kann das jemand? Geht nicht. So. Und besonders wirksam ist es, wenn Sie mehrere Sinne stimulieren. Nicht nur eins, nicht nur hören, sondern Sie sehen mich zum Beispiel auch. Ja. Spüren können Sie mich jetzt nicht, es sei denn, ich trampel so ein bisschen. So, okay. Wir kommen zur Übung zurück. 5 Dinge, die Sie sehen, benennen. Gehen wir mal durch. Was sehen? Einen schönen... Was war jetzt? Sehen Sie einen schönen Traum? Einen schönen Traum. Es müsste etwas sein, was Sie wirklich real sehen jetzt. Ja? Beispiel, ich sehe hier vorne diese Leinwand. Ja? Ich sehe den Tisch, ich sehe die Lampe hier, ich sehe da jemanden sitzen, ich sehe hier eine Dame sitzen. Das sind schon 5 Dinge. Danach 5 Dinge, die Sie hören. Ich höre hier das Rauschen. Ich höre die Lüftung, ich höre so leichte Gespräche da hinten, ich höre Lachen, was war jetzt? Husten. Und ich höre Husten, jawohl. Gott. 5 Sachen zu spüren. Bitte dran denken, es muss immer etwas Positives sein oder was Indifferentes, nichts Negatives. Aber was spüre ich jetzt? Ich spüre die Jacke, wie sie hier bei mir auf den Schultern hängt. Was spüre ich noch? Den gemütlichen Stuhl. Den gemütlichen Stuhl, wie Sie drauf sitzen. Nehmen wir mal an, dass Sie das ernst meinen mit gemütlich. Ja. Okay. Also wenn ich hier 2 Stunden drauf sitze, ist es nicht mehr so ganz gemütlich. Aber gut, der gemütliche Stuhl. Frische Luft, jawohl. Den Fußboden, wie die Füße draufstehen, genau. Und? Nette Nachbarn. Nette Nachbarn. Spüren Sie die? Ja, ich spüre das. Wie spüren Sie das? So vielleicht die Wärme vielleicht oder? Nein. Die spüren das einfach so. Gut, es ist was Positives, ja. Da darf es sein. Ja? Wir kommen zum nächsten. Sehen Sie? 4. 4 Dinge, die Sie sehen. Ein bisschen was Neues, ne? Na? Na. Ich sehe den Fußboden, sehe das Fenster, ich sehe den Lautsprecher. Und ich sehe da hinten die eine Kamera. 4 Dinge. 4 Dinge, was Sie hören. Da wird es beim Hören immer ein bisschen schwieriger. Ja? Und so geht das weiter. 4 Dinge, was Sie spüren. 3, 2, 1. Und Sie werden merken, dass Sie dann, wenn Sie bei 1 angekommen sind, plötzlich etwas ruhiger sind, nicht mehr so angespannt. Ja? Weil Sie ganz bewusst die Aufmerksamkeit auf etwas gerichtet haben. Wir nennen das auch Achtsamkeit. Auf das. Auf was? Achtsamkeit. Okay. Gut.
Also das wären zwei Übungen, die ich so ganz kurz Ihnen dargestellt habe. Ja, vielleicht zur Literatur. Ich habe Ihnen hier einiges aufgeschrieben. Leider ist das eine Buch, und zwar das letzte hier unten, Neue Wege aus dem Trauma, vergriffen. Aber antiquarisch müsste es noch verfügbar sein. Da ist nämlich gleich eine CD mit dabei mit entsprechenden Übungen, die so ähnlich sind wie die Baumübung, die ich jetzt mit Ihnen gemacht habe. So, dann danke ich für die Aufmerksamkeit, dass Sie alle gut mitgemacht haben, mich nicht alleine haben arbeiten lassen, sondern dass Sie da so ja, aktiv mit dabei waren. Und wie gesagt, ich hätte Flyer und ich habe die beiden Skripten für Sie, wenn Sie mögen. Und falls der eine oder andere noch eine Frage hätte, die er jetzt nicht vor allen stellen wollte, können wir vielleicht das eine oder andere noch besprechen. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Ich bin zum Besprechen da. Gut. Okay. Ja, na. Das habe ich gesehen, den Mann habe ich mir gedacht. Ja. Ich bin hier auf dem Blumenkissen.